Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Ja, herzlich willkommen zurück. Hallihallo, Hallöchen. Das Dingo und... Begrüßt euch euer Shenlong, der gerade seinen Kopf beraubt wird. Hab deinen Kopf. Oh, ja, jetzt. Ja, ein fröhliches, herzliches Hallo. Willkommen zurück. Ah, dann hast du es auch mal richtig gehen, oder? So, jetzt hast du es dafür. Ja, ja. So. Wir machen jetzt aufgrund unseres biggest fails ever immer noch weiter mit Masse und Geschwindigkeit. Test Chamber Nummer 2. Das letzte Mal haben wir nämlich bei Teamaufbau aufgehört. Das ist gut verlaufen. Das war mies und deswegen müssen wir das nochmal machen. So, ne? Da fangen wir auch ganz gewohnt ganz oben an und sagen dann noch Tschüss. Okay. Ja, wir hatten bei unserer letzten Aufnahme ein ziemlich dickes Fell gehabt. Die Bandbreite von dem werten Shenlong hat nicht richtig mitgespielt. Bei der Aufnahme, Festplattenbandbreite war es. Das war der größere Fail. Also, ja, den meine ich doch, die Bandbreite. Na gut. Und deswegen gab es nur ewiges Gehackel und Geruckel während der gesamten Aufnahme. Und deswegen, das wollten wir euch nicht antun. Werte Zuschauer, und dachten uns, komm, nehmen wir es nochmal richtig auf, sauber, nehmen dafür diese doppelt so lang auf oder so. Mal schauen. Macht doch immer wieder neu Spaß, oder? Ja, ja, natürlich. 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gewesen sei. Nein doch. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Aber zwei dumme, ein Gedanke habe ich so das Gefühl. Ja, ja, ich glaube es fast auch. Mach deine Portale dahin. Ja, Portal setzt. Ich komme durch. So, mach mal Geld dahin. Eigentlich dachte ich hier unten, aber gut, was soll's. Ja, passt doch. Ja, passt. Also wir kennen jetzt die Kammern leider sehr gut und werden sehr schnell hier durchkommen. In unserer gewohnten Qualität. Die ist uns erlaubt zu failen. So. Ach, dann nicht so doll. Wir sind schon wieder... Wie lange ist die letzte Aufnahme jetzt her? Über eine Woche? 2 Wochen, oder? Zwei Wochen. Einmal hochgehen. Ja, und dann rüber zu dir, oder? Nee, nee. Du musst ja da rüber. Ja. Ab auf den Schalter. Was hast du da vorgehabt? Nix. Was soll ich denn vorgehabt haben? Ach. Und da beginnt der gewohnte Kreis. Aua! Ihr könnt darauf sehr. Hat die gerade die Tür zerquetscht? Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermutigend es ist, jemanden dafür zu loben. Dass er einen Sicherheitswurf. Okay, es war nicht geplant, aber es war, genau war lustig. Kein Kuchen, kein Kuchen. Ich bin sowieso mehr auf Kriegs. Ja, wenn man jetzt durch diese kann man einfach zu schnell durchlaufen, schreibt es uns unten in die Kommentare und versäckelt uns. Naja. Wir hoffen ja mal, dass wir beim nächsten Part nicht zweimal oder so nochmal machen müssen. Dann wird das wieder gewohnt länger dauern. Ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Schalter! Ich will. Wurde deine Frage eigentlich inzwischen mal beantwortet? Im Alkohol? Ja. Glaube nicht.
Danke. Das war schlecht. Ich hab's nämlich gesehen, dass die offen ist. Ach so. Dann erst den Knopf drücken und dann das Portal dahin schießen. Ja gut, weil sie Bescheid wissen jetzt immer. Genau. So, und jetzt kommst du noch hinterher. Bitte mit euch, verehrte Zuschauer, jetzt lässt mich das Schild sterben. Ach was. Einfach nur aus Rache. Ach was, so böse bin ich gar nicht. Doch, die Zeit ist ja nicht abgelaufen und du hast mir immer noch nicht das Portal eingesetzt. Ja, komm, spring. Cool. Guck, die Zeit war nicht abgelaufen. Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr. Wieder da, ganz als wäre nichts geschehen. Aber ist Celis unter den Dichtern? Ja, ich überleg gerade, ob das zu Faust zählt. Ladebildschirm. Aber nein, ich glaube, es hat bisher noch keiner darauf eine Lösung gefunden, warum die Bierflaschen immer so schnell leer sind. Ja. Yeah. Also, ihr seid immer noch eingeladen, gerne eure Kommentare dazu zu geben. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Warte dafür, jetzt, wenn ich die den Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Hast du es bald mit dem Portal da unten? Ja, das ist doch fertig. Bitteschön. Lass dich jetzt mal ausnahmsweise nicht sterben. Hui. Gib den Ball. Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Wir müssen unseren Synchron-Dance vor der Kamera aufnehmen. Ja, aber nicht jetzt. In der nächsten Kamera. Okay. Ihr müsst wissen, wir beide lieben es, die Glatte ist einfach nur offen. Ja, natürlich. Die lässt sich auch so leicht verarschen, weil... Ach ja. Oh. Wisst ihr noch, als ich sagte, ihr wärt die Einzigen, die den Kalibrierungstest bestanden hätten? Gelogen. Es gibt noch 5000 weitere Testteams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keine Sorge, ihr führt. Bist du? Immer noch hier. So, einmal fallen lassen. Moment. Oh, das war der Falsche. Oh Mann, ehrlich, das kriegst du, das machst du jedes Mal, kann es sein? Warte. Jongliertest beginnt in 3, 2, 1. Haha. Oh. Ach ja, genau.
Mal mit. Ist ja keine Kamera. Muss man doch nicht. Ach Mist. Hätte ja klappen können. Das hat auch keinen Spaß, wenn die das nicht sehen. Ja. Was ist? Nix. Ah, okay. Ich nur räuspern. Ach, räuspern. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hey. Wisst ihr, wo ich war? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Nö. Wir sind Roboter, oder? Seid ihr defekt? Sieht aus wie eine Funktionsstörung. War gar nicht da. Ah, warte! Sag mal, wo guckst du eigentlich hin? Wirklich? Ich hab falsch gedrückt. Nicht mal mehr Menschen machen das. Ach, du bist geduckt. Schon die ganze Zeit. Ja. Okay. Hi. Steh doch mal auf. Ready? Ja. Hi. Ja, mach mal deinen Timer da. Ich muss keinen mehr. Ah. Ups, na, mein Fehler. Das gehört nicht zum Test. Wenn er wohl so einen dämlichen Test, so einen Dancing kriegt. Ja, natürlich. Tanzen ist keine Wissenschaft. Doch, doch. Wir müssen uns angucken. Ihr nervt mich nicht mehr. Ihr verzerrt nur meinen Eindruck von euch. Egal. Warum bist du eigentlich so gebückt? Schau dich mal an. Drück mal Tab. Ja. Wie du gerade aussiehst. Du bist voll gebückt. Du stehst gerade so da. Bei mir. Ja, ich sehe mich. Nö, bin ich eigentlich nicht. Warte mal, ich bück mich mal eben. Es ist gebückt. Bei mir stehst du echt so da. Ich guck mich mal eben an. Du stehst gerade wirklich so da bei mir. Okay. Hast du einen Grafikfehler oder so? Ja. Du bleibst stehen. Hey, ja. So. Spring. Nein. Einfach da wieder springen. Ohne irgendein Portal zu verschieben. Hast du's? So. Und. Ach so. Ach man, ich bin doch blöd. Was sagen? Ja, da war doch was. Vergiss, was ich sagte. Nee, krieg's nicht hin. Da noch ein Portal hinballern müssen, ne? Ja, du musst deine da drüben hinballern oder so ähnlich, war das. Damit ich durchflieg. Verstehen. Okay. So, jetzt kann ich nämlich das Portal da setzen. Und du kannst auch springen. Du verstehst? Genau. Das sieht so urig aus, wie du da stehst. Das finde ich toll. Ja, werde ich ja auf YouTube sehen. Halt. Ja, kannst du ja dann. Da. Dann halt nicht. So, jetzt du springen. Ja.
Ja. So ganz leicht am Lenken ist das schon, ne? Ja, aber das ist vernachlässigbar. Bei mir leckt es zum Beispiel gar nicht. Ja. Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Menschen. Hallo. Und ja, genau so seht ihr gerade aus. In euch. Jetzt bist du noch tiefer gebückt. Was machst denn du? Keine Ahnung. Nix. Ja, ja, ich seh's. Mal schauen, wie sie es in der nächsten Kamera sehen wird. Dann glaube ich dann so als keine Ahnung, als Quatsch. Mikrobiologisches Experiment durch die Gegend. Nein, nein, du läufst gerade wirklich als, ach, ich weiß nicht, wie es heißt, Rittersport durch die Gegend, so quadratisch praktisch gut. Ich denke auch. Das ist umgeschmissen. Nur zwei Löffel. Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliche Zeit. Also. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das oh, verdammt nochmal hier. Achtung, sie können erschlagen werden durch fallende Objekte. Also. Ja, bleib mal so, das ist cool. Oder so. Kriegst du es hin? Jetzt musst du da drüben. Ah, warte. Du weißt ja, das Rote, ne? Ja, warte. Ja. Yay! Oh, bin ich gut, ey. Ja, Mann. Als hättest du es gelernt. Ich brauch keinen Koop-Modus. Ich kann's alleine. Boff! So, gib her. Ja, ich muss sowieso wieder hoch, also. Ist okay. Ach, du stehst doch da unten. Ja. So, Abflug. Flop. Was machst du eigentlich? Ich bin nicht mehr durch die Gegend. Ah. Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Natürlich hat das einen Sinn. Einen sehr tiefen sogar. Richtig? Wirklich. So, dann fangen wir an zu springen. Ja, ja, ich springe. Sehr gut. Und Abschluss. Ach, warte mal, wie war das nochmal? Irgendwann war nicht da abspringen, okay, oder sowas. Das war zu früh. Spät? Früh? Keine Ahnung. Glückwunsch zum Abschluss des letzten, yay, Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Kann sehen, ja, gute Frage. Kann man das noch so sagen? Ohne tödliche Konsequenzen und Wissenschaft. Also unsere Wissenschaftler würden ja sagen, ja, aber ich bin kein Wissenschaftler. Keine Ahnung. Jo. Ich kann ja mal einen anrufen. Ich habe aber gerade keine Nummer zur Hand. Auch nicht. Sagen wir Onkel Google. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das. Ja, Aufmunterung. Du bist das beste Robotermodell.
dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. 3, 2, 1. Oh Mann. Ich mag Letters. Ich lauf. Du läufst? Ja. Machst du deine zwei Portale auch noch? Da und da oben? Ich weiß nicht mehr, wo die hinkommen. Oh ey, das ist die Kammer, wo ich jedes Mal... Komm, geh auf die Plattform. Und jetzt runterspringen. Vergiss es. Zu spät. So, jetzt auf die Plattform drauf. Und runterspringst am höchsten Punkt. Spring! So, lauf weiter. Ist jetzt alles easy. Oh, das Levelchen. Haben wir auch schon eine ganze Zeit lang gebraucht, nur um das rauszukriegen, wie wir das machen. Ja. Dabei ist die Lösung sowas von einfach. Ey. So, ab durch die Mitte. Hey! Sehr gut. Ihr habt euch eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken verdient. Also man merkt schon, ne? Beim letzten Mal haben wir irgendwie 40 Minuten für das Ganze gebraucht. Was? Und jetzt sind wir schon bei 22. Ah. Ja, in der nächsten Testchamber wird es wieder besser. Auf jeden Fall. Ich kann aber euch versprechen, es gibt mehr Tote. Ja, wir haben ja irgendwie noch viel zu wenig Tode, ne? Ganz am Anfang noch. Einmal will ich dich erleben lassen. Sei gnädig. Bist du überhaupt menschlich? Du hast mich am Leben lassen? Was wie Sheldon, ich habe ein Bewusstsein in der künstlichen KI. Wir nur noch die Projektpläne finden. Ich fliege. Sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel. Okay, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute noch nicht diese Teststrecke kapiert. Die richtige Antwort lautet 0. Wir haben es geschafft, aber wir haben es noch nicht kapiert. Zumindest ich nicht. Ja, ich habe es schon verstanden. Du musst jetzt erstmal diesen Schalter aktivieren. Ich muss dann das Teil da fangen, sobald es anfängt zu blinken oder so. Keine Ahnung, das ist sehr timing-spezifisch. Also spring mal, ich time mich selbst. Ach, scheiße. Erstmal tauschen. Ja, okay. Dann mache ich dir mein Portal hin und dann kannst du springen. Oder so. So, Abflug. So, spring. Ah! Ah, sehr schön. Ey, komm schon. Ich werde doch wohl noch. Ja, nein. Ja, genau. Und Abflug. Dann jumpen wir rüber. Ah ja, klar. Da haben wir die toten Roboter. Das Miese war, ich war ja schon durch, ne? Es ist ja nicht so. Aua. So, ich bin jetzt erstmal da. Stimmt, jetzt muss ich dir, glaube ich, ein Portal machen, damit du, Ja, du musst da, wo da die 1 ist, musst du dein Portal rausschicken. Ups. Das war natürlich wieder der falsche. So.
Hat getroffen. Alles prima. Komm rüber. Der Sprung ist herzallerliebst. Hui. Auch am Dinger hängen geblieben. Ach genau, das letzte Mal bin ich an dem Ding auch hängen geblieben und dann runtergefallen. Mach mir nicht wie. Ja, ja. 3, 2, 1, go. Du musst schon bei Go vom Timer sagen, wenn ich schon den Timer auswähle. Du weißt ja, das Timing vom TS ist immer etwas anders. Ingame ist präziser. Ist wirklich so. Da muss die Simpson. Ich will. Ach, dann halt nicht. Ja! Komm, wir gehen hier aus dem Raum raus. Komm mit. Ja, lauf! Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Lauf. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Nicht nur das. Lauf. Fertig. Jetzt sind wir so raus im Raum. Ihr müsst wissen, das letzte Mal haben wir uns umgedreht, damit die Madame die Pläne nicht sieht. Jetzt sind wir rausgelaufen und trotzdem hat es funktioniert. Also, warum sind wir überhaupt da? Nur um die Diskette einzulegen? Diskette, CD. Sieht's aus. Diskette gibt es schon seit 2000 nicht mehr. Ja, geben tut es schon, aber wird eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Nur noch für... Das liegt daran, dass da zu wenig Speicherkapazität drauf ist.